Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Weiter geht's, wir kämpfen heute am Anfang des Parts mit einem Pachirisu gegen ein Pachirisu, denn das ist eine Nebenaufgabe, die wir natürlich erledigen möchten. Zeigst du mir, wie man mit einem Pachirisu kämpft? Klasse, ich will unbedingt sehen, wie du dich gegen einen Ursaring schlägst. Ah, überlass es mir. Dann zeig mir mal, ob ein Pachirisu gegen einen Ursaring bestehen kann. Ich habe halt gedacht, ich sollte jetzt gegen seinen Pachirisu kämpfen, ehrlicherweise. Naja, egal. Ursaring Level 30, das ist jetzt nicht so schlimm. Boah, jetzt muss ich mal überlegen. Ursaring ist vom Typ normal, ne? So, die beiden Attacken hier unten, die machen gar keinen Damage. Dann habe ich eh nur so mittelmäßig effektive Sachen. Ach egal, dann halt Knirscher. Ich meine, ich bin 10 Level drüber, also. Ja. Wie man eindrucksvoll sieht, reicht das, um zu gewinnen. Oder um zu verlieren. Ganz so leicht scheint es dir auch nicht zu fallen. Wenn du rausgefunden hast, wie du mit einem Pachirisu gewinnen kannst, zeig es mir bitte. Ey, das ist doch voll gemein. Was soll ich denn machen? Das hat halt eine sehr effektive Attacke. Also sehr effektiv gegen Pachirisu. Ich weiß nicht. Oder soll ich eine Tempo-Attacke mal nehmen? Ja, vielleicht eine Tempo-Attacke und dann eine Kraftattacke hinterher. Und das könnte dann reichen, um das zu besiegen. Ja, Knirscher oder Knuddler? Weiß ich jetzt auch nicht. Also wir versuchen es jetzt mal mit Knuddler. Ja, witzig, das kann er auch. Okay. So, und jetzt Knirscher, aber als Kraftattacke hinterher. Ja, ich würde sagen, eindrucksvoll, ne? Unfassbar! Du hast tatsächlich mit einem Pachirisu einen Ursaring besiegt. Dein Pachirisu kam mir so motiviert vor, als hätte es gar keine Angst vor dem Kampf. Vielleicht liegt es daran, dass du so viel über es weißt und es deshalb voller Selbstvertrauen durch den Kampf navigieren kannst. Da zeigt sich, wie wertvoll die Arbeit des Forschungstrupps ist. Mein Pachirisu und ich werden uns eine Scheibe davon abschneiden. Pachi Pachi! Oh, süß. Kämpfen mit Pachirisu, das war's. Oder fällt mir gerade ein, wo ich das gesehen habe, diesen Leistungskram, also Leistungskies, Leistungssand, Leistungssteine, Leistungs... keine Ahnung... Dörfer. Den ganzen Kram müssen wir auf jeden Fall auch mal benutzen. Das machen wir auch heute. Witzig, für die beiden gibt es jetzt auch Einträge. Ja. Aber erstmal das Allerwichtigste, wir müssen unser Pokémon-Team wieder austauschen. Mein Pachirisu ist zwar ganz nett und ganz süß und so, aber ich hätte schon ganz gerne mein starkes Team wieder an meiner Seite. Ach Moment, die kann ich ja jetzt auf einmal bewegen, ne? Zack. Das darf ich jetzt nicht wegen dem Pachirisu, oder was? Wie, jetzt darf ich das allgemein nicht? Muss ich die so untereinander ordnen? Das ist ja doof. Naja, immerhin. So, sehr schön. Ich
Tja, Leute, dann geht's als nächstes zu Evoli. Da wollte ich auch eigentlich hin. Ich wollte erst diese Evoli-Aufgabe machen, aber ich hab's mal wieder verpeilt. Mich an das zu halten, was ich mal gesagt habe. Ach so, wann aktualisieren die eigentlich ihr Warenangebot? Auch hat er die gleichen Sachen wie beim letzten Mal. Keine Ahnung, ob das irgendwie bei Tageswechsel ist oder so. Könnte natürlich sein, ne? Also, Evoli soll irgendwo hier im Hauptsitz rumlaufen. Untersuchst du etwa auch die Könige und Königinnen? Bin schon etwas älter, ich verplapper mich manchmal. Die Arbeit im Forschungstrupp ist nicht leicht, was? Evoli, wo bist du? Ich bin gerade dem Produktionstrupp neu beigetreten, aber ich habe Angst, da draußen Materialien sammeln zu gehen. Wie soll ich mich bloß vor den wilden Pokémon schützen? Tja. Finde das verschwundene Evoli, aber das soll doch hier irgendwo sein. Doch gesagt im Hauptsitz, oder habe ich mich jetzt irgendwie komplett vertan? Vielleicht ist mein Gehirn auch schon Altersmatsche. Kann natürlich sein, ne? So Mitte 30. Hab jetzt bald Geburtstag, vielleicht war es das auch langsam. Die Leute im Hauptsitz haben sich recht oft über Evoli unterhalten. Ja, aber was ich jetzt so komisch finde, ist, dass ich halt gar keinen Anhaltspunkt habe. Also ja, im Hauptsitz schon klar, aber ich weiß ja gar nicht, mit wem ich jetzt sprechen soll. Also die Leute im Hauptsitz. Das trifft jetzt halt auf 80 Leute zu, ne? Er verkauft weiterhin überteuerte Taschenplätze. Nö, 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 nö. Ah, wenigstens kann man hier nicht überall reingehen. Ach, das heißt, okay, also so viele Optionen haben wir dann doch nicht, wo das sein könnte. Ist denn nur jede dritte Tür hier offen? Nicht einer. Aber kein Evoli in Sicht. Wo ist Evoli? Ach, das ist der Junge. Hier mit dem Triftlon. Ist ja witzig. Was macht denn der da unten? Pläne schmieden wahrscheinlich. Gut, dann bleibt ja nur noch eine Etage übrig. Und zwar die ganz oben. Hat sich das Vieh jetzt irgendwie zu Denboku verzogen, oder was? Oh ne, zwei Etagen haben wir noch. Quatsch geredet gerade. Das Schöne ist, so sehen wir mal die ganzen Etagen. Ich meine, ich war noch nicht in allen Räumen drin. Hallo. Ja, du bist ja immerhin fast ein Evoli. Tara? Evoli? Ach, du bist gar nicht Evoli. Hier scheint es also auch nicht zu sein. Aber irgendwie gibt es schon eine Ähnlichkeit zwischen diesem Pokémon und meinem Evoli.
Nein, nein, das ist absolut unmöglich. Das muss ein Irrtum sein, oder? Tara. Oh, du siehst mir aber hungrig aus. Du vom Forschungstrupp, würdest du mir einen Jubelmuffin für das Kleine besorgen? Entschuldigung, Muffin meine ich natürlich, ein Jubelmuffin für das Kleine hier besorgen? Wenn ich sehe, wie es den verputzt, verstehe ich vielleicht die Ähnlichkeit zu meinem Evoli besser. Wir brauchen einen Muffin. Immerhin hat die Suche ein Ende, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zutaten dafür überhaupt habe. Butterreis, Pfohbeeren, Köderteig brauche ich. Boah, ich habe Köderteig aber irgendwo gesehen. Also entweder bei ihm oder bei diesen anderen Händlern. Nee, hier. Der gute alte Jubelmuffin. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Boah, das nach Tara könnte ja theoretisch sein Evoli sein, ne? Vielleicht irgendwie mit so einem Steinchen in Berührung gekommen? Oder braucht nach Tara überhaupt einen Stein zum Entwickeln? Also die meisten Evolis ja. Kann auch sein, dass sich das bei Nacht dann entwickelt? Ich weiß es nicht, also... Oder gibt es sowas wie Finsterstein? Ey Leute, kein Plan, wir werden es gleich wahrscheinlich sehen. Irgendwie ähnelt es meinem Evoli. Ob es wohl auf einen Jubelmuffin reagiert? Ha! Ja, was denn? Ich hab doch einen dabei. Ach, oder... Oh, das an die Kiste geschickt. Oh, es wurde an die Kiste geschickt. Ich krieg die Krise. Ich bin aber auch manchmal eine Bratwurst. Da habe ich wieder nicht richtig gelesen. Aber wenn wir jetzt eher in die Kiste gehen, dann kann ich noch mal kurz was anderes machen. Ich wollte ja, wie vorhin gesagt, mal diesen ganzen Leistungskram benutzen. Keine Ahnung, ob das jetzt einen massiven Unterschied macht, aber sehen wir dann ja. Ja, mal erstmal ganz... viel in die Kiste packen. Oh, brauchen wir jetzt alles gerade nicht. Weg, 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 weg. Hol ich mir später eh alles wieder. Zack, dann sortieren. Dann brauche ich einen Muffin. Da ist der Muffin. Da ist der ganze Leistungskram. Ja, erstmal mit Leistungssand anfangen, ne? Oh, die sind alle auf Stufe 0 hier, oder was? Also ich benutze das jetzt auf allen Pokémon, außer auf Staraptor oder Staraptor. Denn ich hatte ja schon des Öfteren mal erwähnt, dass ich Staraptor irgendwann auch aus dem Team rauswerfen will. Ich wollte das... Ja. Das heißt, ich wollte das nicht im Team haben. Ich wollte das schon im Team haben, aber ich finde das halt inzwischen ein bisschen unspektakulär. Ich gehe mal davon aus, dass der Leistungslevel so ein Modifikator für den Basiswert ist, ne? Würde auf jeden Fall Sinn machen. Boah, bei Tornupto ist auch alles auf Null. Ah, gleich haben wir es, keine Sorge. Zumindest diesen Standardleistungssand haben wir dann benutzt.
So ein bisschen was habe ich übrig. Ja, bei den anderen Sandtypen wird es dann schon interessanter, denn davon habe ich nicht so viel. Beziehungsweise vom Kies und vom Leistungsstein. Ja, Simsala wird auf jeden Fall von mir krass gebufft. Ihr habt ja schon mitbekommen, wie cool ich das finde. Dann mache ich mal alles auf 5. Dann Tornupto. Ja, zumindest alles auf 4. Und Toxiquark würde ich auch noch ein bisschen was geben. Und wir müssen ein paar Attacken auch auf 6 bringen, damit ich die nächste Stufe benutzen kann. Ja, Spezialangriff. Kraftpunkte und Verteidigung nehme ich mal. Und normalen Angriff. So, sehr schön. Dann haben wir endlich den Kram hier verwendet. Der Rest kann wieder zurück in die Kiste. Jetzt haben wir auch endlich den blöden Muffin dabei für das Nachtara. Wärst du so nett, diesem Pokémon einen Jubelmove hinzugeben? Ja. Tara! Diese Pausbäckchen, sie sehen genauso aus wie bei meinem Evoli, aber Moment mal, bist du es etwa wirklich, Evoli? Tara! Evoli, oh, wie ich dich vermisst habe. Oh, süß. Du hast dich also einfach von selbst entwickelt? Stimmt, der Professor hatte erwähnt, dass Evoli sich auch ohne einen Stein entwickeln können. Ich hatte bereits Entwicklungssteine für Evoli besorgt, aber die benötige ich jetzt nicht mehr. Ich würde dir gerne einen überlassen. Welcher darf es sein? Oh, nimm mal so einen Feuerstein. Ja, sowas wie ein Dunkelstein oder so gibt's da nicht. Also dann ist das hier wirklich einfach bei Nacht dann. Entwickelt worden. Oder hat sich selbst entwickelt, whatever. Gut, das haben wir als nächste Quest. Die Hauptquest ist wieder markiert, aber wir müssen jetzt eh ins Küstenland. Auch für die anderen Subquests. Ja. Gut, heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist einkaufen gehen. Natürlich ein bisschen craften. Ich ja gar nicht. Jo, Aprikokos. Brauche ich tendenziell? Ja, Moment. Mal kurz ins Lager gucken. 15 Superbälle habe ich. Eisstein, aber wir müssen auch Evoli entwickeln. Naja, vielleicht jetzt gerade nicht. Okay. Ich
bin mir weiterhin gar nicht sicher, ob ich die Materialien jetzt überhaupt im Inventar haben muss zum Craften. Wahrscheinlich brauche ich die gar nicht, wenn ich hier im Dorf bin. Achso, was macht denn der Flügelball? Eine verbesserte Version des Federballs. Dieser Ball fliegt schnell und gerade. Er eignet sich besonders zum Fangen flinker oder fliegender Pokémon. Nun gut, dann kaufen wir erstmal... Aprikokos und... Glanzsteine. Haben wir ja schon mal eine Basis und ansonsten weiß ich gar nicht. Brauche ich sonst noch irgendwas Besonderes? Ich kann jetzt natürlich das restliche Geld direkt für Superbälle ausgeben, ne? Und für so ein paar Rauchkugeln. Stimmt, Rauchkugeln sind ja mega cool. So, ich würde sagen, das ist doch eine vernünftige Aufteilung jetzt gewesen. Dann selbstverständlich wie immer das Inventar nochmal eben leeren. Das Sonderbonbon wandert zu Simsala. Wer hätte das gedacht? Dann setze ich mir auch die nächste Nebenaufgabe schon mal als Ziel. Pokémon mit den zwei Schwanzflossen, da weiß ich, was ich fangen muss, glaube ich zumindest. Nehmen wir mal die Vermisstensuche. Ja, genau, also wir fangen mal an mit der Vermisstensuche, dann holen wir uns das Pokémon und dann traveln wir aber auch zu dieser Feuerinsel. Und das nächste Mal, wenn wir dann im Dorf sind, dann geben wir die ganzen Aufgaben ab. Jo! Wo müssen wir hin? Schnüffel mal. Ein Signal. Ah, da ist irgendwo ein Schatz. Jetzt soll ich mal die andere Basis nehmen. Früher oder später wird er ja wohl die Fährte aufnehmen. Kann ja nur hier hinten sein. Man kriegt jetzt auch keinen Hinweis. Ach so, oder wir müssen zu dieser Feuerinsel und da dann suchen. Könnte auch möglich sein. Ja. Was mich halt so irritiert ist, dass er hier so gar nichts erschnüffelt. Also zumindest nichts im Kontext dieser Nebenaufgabe. Wenigstens so ein kleines Signal sollte er wahrnehmen, wenn man sich auf dem richtigen Segment der Karte bewegt. Gar nichts. Da vorne ist ja dieser geheime Strand. Den checke ich auch nochmal eben.
Oder auch nicht, weil ich hier runterfalle. Er schnüffelte auch nichts. Komisch, komisch, komisch. Ja, dann schwimmen wir halt echt einfach zum anderen Ufer. Also hinter diesem Tunnel. Und gucken, ob wir da was finden. Das ist jetzt das Beste, was mir so einfällt. Ja, und wenn wir es jetzt nicht auf Anhieb rausbekommen, dann suchen wir halt immer weiter. Irgendwann werden wir diese Nebenaufgabe schon erfüllen können. Ja, liebe Leute, aber das machen wir nicht mehr heute, sondern erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.